Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 22 von Unepic. Oh, ich wollte nicht reinlaufen. Ja, und wir machen weiter und versuchen uns hier weiter in den Gärten voranzukämpfen. Da ist ja eigentlich alles noch relativ geklärt. So hoffe ich, dass es jetzt hier nicht den Reason Respawn gab. Ne, das ist wunderbar. Da können wir ganz gemütlich nach oben laufen. Wie gesagt, neue Herausforderungen haben wir auch am Start. Ich könnte die alte bald wieder versuchen. Stimmt, die passt eigentlich gut zusammen. Und zwar, ich habe ja noch eine Herausforderung mit diesem, dass wir ganz schnell durch die Steine da durchlaufen sollen oder wie auch immer. So, nein. Oh Gott. So, sehr schön. Fast gut ausgewichen. War fast Absicht, sozusagen. Habe ich gerade... Moment mal gerade. Hä, sehe ich das richtig? Oh Gott, nee. Das ist nochmal ganz schlimm. So, wir haben 1896 Erfahrungspunkte. Das behalte ich jetzt mal ein bisschen im Auge. Ich dachte jetzt wirklich, ich hätte welche verloren oder so. Keine Ahnung. So, ach komm, ist egal. Also hier die Herausforderung. Wir haben ja noch König der Ausweicher. Und es gab ja auch mal einen Trank, der irgendwie meine Geschwindigkeit erhöht. Also wir könnten auch mal diesen Trank brauen oder kaufen gehen und dann brauen und dann eventuell auch König der Ausweicher machen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, könnte eventuell auch helfen. Oh, da war was. Das Ding hier. So, geben wir mal Gas. Nein. Autsch. Nein. Oh Gott, was wird das? So, was habe ich gesagt? Ich wollte mal die Erfahrungspunkte mal wieder ansehen. So, 18. Oh jo, gut, alles klar, das läuft. Das ist kein Problem. Das läuft hier ganz ordentlich. Hier könnte ich auch mal alleine hineingehen, in der Aufnahmepause noch ein bisschen skillen oder sowas, wenn ich Bock habe, das Spiel noch ein bisschen zu spielen am Wochenende, wo ich nicht aufnehmen kann. Am Wochenende haben wir ein bisschen Besuch hier zu Hause und jo, vielleicht kann ich dann so ein bisschen die Figur noch hochzocken in der Aufnahmepause. Mal gucken. Oder die Herausforderung mal versuchen. Da mit diesem durch die Steine, der König des Ausweichens. So, jetzt habe ich es aber. So, läuft. Ja, geht doch ganz gut eigentlich voran hier im Garten. So, hier gibt es einen neuen Raum. Okay, wo nun die Selbstmordattentäter rumlaufen. Hier oben kann ich auch irgendeine... Seht ihr das? Da ist auch so ein Schlüsselding da. Seht ihr das Ding da oben? Keine Ahnung. Komm ich da irgendwo? Achso, ich kann natürlich da hinten noch entlang gehen. Oh Mann, manchmal bin ich echt verpeilt. Ohne Witz, heute bin ich echt noch gar nicht wach. Da geht gar nichts. Ich habe jetzt Part 20 bis 22 nehme ich am heutigen Tage auf. Da geht ja gar nichts. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich total irre. Ich komme hier gar nicht klar. So, jo, ne, so ist das gut. Ah. Ah, alles geöffnet, okay. Oh, und hier ist so eine... Ah, ne, ist doch eine Tür. Ich dachte, da wäre eine Tür. So, hier haben wir auch wieder alles geöffnet. Geht nochmal nicht voran. Irgendwie ziemlich linear, der Garten bis jetzt. Aber ich kann mich da noch irren. So, also auch den Raum haben wir geklärt. Da oben komme ich schlicht und ergreifend noch nicht hin. Warum auch immer. Also geht's hier weiter. Da kann ich irgendwie runterfallen. Ja, da ist eine Falle. Klasse. Ja, der Trank des Fallenentdeckens. Den sollten wir vielleicht auch mal selbst herstellen können. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Oder das Ding, wo... Was? Was ist los? Alter, wie nerven die bitte? Okay. Das ist ein Argument. Ach nee, oder? Ach, jetzt bin ich total abgefuckt. Das da ist ja Wahnsinn. So, vergiss es. Was soll das? Was soll denn das? Wie soll ich die besiegen? Ich hab das jetzt extra mal... Oh Gott. Jetzt kommt... Oh Mann, ey. Ich sag's ja, heute ist nicht mein Tag. So, merke ich mir jetzt die Falle mal? Ja, dann kann man durchlaufen. Wenn sie ausgelöst hat, kann man einfach durchlaufen. So, wie mache ich das jetzt? Fragezeichen. So, und jetzt? Was soll denn das? Geht das nur mit dem Einfrieren-Skill oder sowas? Stimmt, da könnte ich ja löschen oder so. Geht das echt nur damit? Ernsthaft? Ist das jetzt die Theorie des Ganzen? Also Falle ausgelöst und dann kann man durchlaufen. Okay. Tja, das muss ich jetzt mal probieren, ob das wirklich so ist. Ach so, ne, der läuft einfach nur ein Stück und sprengt sich dann eh in die Luft, oder was? Oh, was weiß ich. Und dann darf man einfach nur nicht zu nah dran stehen. Kann auch sein, dass das so gemeint ist.
So, der läuft ein Stück. Der läuft ein Stück. Der läuft ein Stück. Hallo? Was soll das? Komm. Nee, irgendwie habe ich die noch nicht verstanden, die Viecher. Was die genau von mir wollen. So, dreht er sich irgendwann auch noch rum, oder? Hat er sich jetzt rumgedreht? Jetzt brennt nochmal da was? Ah, nach einer Zeit brennt es dann wieder, okay. Auch gut zu wissen. Ja, ich hätte noch da unten L, B und A. Hä? Und R, B und A. Ich krieg's einfach nicht auf den Sticker. So, normal dürfte jetzt nichts passieren, genau. Aha. Ja, also irgendwie kann es funktionieren. Auf jeden Fall habe ich den Zauberstab jetzt verbraucht und habe auch einen Drang verbraucht, weil ich mich mal wieder verklickt habe. So, jetzt müsste er gelöscht sein. Aber da ist mein Begleiter natürlich jetzt echt Gold wert, dass der die Gegner da immer löscht. Okay, cool. Aber coole taktische Tiefe mal wieder. Finde ich ganz cool gemacht. Auch wenn ich mich dämlich anstelle, habe ich hier jede Wand mal angenockt. Und jetzt brennt mein Schwert auch mal. Da ist das Ding da ausgelöst worden, die Spezialfähigkeit. Oh, das ist alles noch ein bisschen sehr, sehr, ja, Rezepte, nee, auch nicht. Ja, draußen wird Schnee geschöpft. Wahnsinn. Falls man das hört, ich weiß es nicht. Keine Ladungen mehr. Kann man die wieder aufladen oder was? So, und jetzt R, B und A, da haben wir den neu ausgerüstet. Gucken wir mal, wie wir jetzt klarkommen. Ja, wenn die mir zu nahe kommen und sich in die Luft sprengen, ist natürlich echt übel. Nervt ein bisschen. Moment mal. Hier könnte natürlich auch sehr gut ein Versteck sein. Jede Wand wird jetzt immer angetestet. Mit unserem schönen neuen Säbel. Naja, da ist nix, ne? Ist da wieder ein Gegner? Jo, da ist ein. Ach, das ist eine Schlange. Okay, kein Problem. So. Echt nochmal Laune, muss ich sagen. So, da geht's nach unten. Okay, ist okay, können wir machen. So, dieser eine, was wollte ich eben noch sagen, dieser eine Drang, den wir noch herstellen können, der alle, den ganzen Raum beleuchtet. Ich weiß nicht, ob ich das zu Ende geführt habe, den Gedanken. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir den herstellen könnten, mal irgendwann. So, bestimmt ein High-End-Drang, könnte ich mir vorstellen. Klingt zwar jetzt dämlich, aber jo, ist so. Ah, und da ist eine Tür, die ich eben schon vermutet hatte. So, jetzt müsste eigentlich der Raum hier geklärt sein. Wunderschön. Jo, Münze, gucken wir mal rein. Ah, das ist, glaube ich, eine Rolle, oder? Das ist gar kein Drang, fällt mir gerade auf. Was haben wir? Rolle der Ausleuchtung. Entzündet alle Fackeln und Lampen in einem Raum. Hm, vielleicht kann man die aber auch irgendwo kaufen. Einfach in den Raum, das Ding entleuchten und dann muss man sich den ganzen Schrott nicht mehr geben. Naja, egal. Machen wir weiter. So, was geht jetzt hier ab? Achso, ist einfach nur ein Durchgang, oder was? Moment mal. Das ist natürlich fast eine Einladung. Nö. Aber hier habe ich auch noch nicht geguckt. Hm. Die Schneeschippe da draußen ist relativ laut. Aha, und jetzt bin ich hier oben. Hä? Hä? Habe ich was übersehen? Klar, jetzt kann ich hier runterjumpen. Bringt mir was? Außer gar nichts. Naja, kann ich in eine Falle reinspringen? Habe ich was übersehen? Moment mal gerade. Ganzen Wege, nö, die sind so richtig. Da unten war noch was. Hier eins nach unten soll ich angeblich nach links können. Probieren wir mal. Hä? Hab ich doch was übersehen? Keine Ahnung. Ich gebe da mal Gas. Die geben ja schön Erfahrungspunkt, die Viecher eigentlich. Oh Mann, jetzt bin ich genervt. Was habe ich da übersehen? Ehrlich? Keine Ahnung. Ist gerade ein bisschen. Was war dort? Jetzt gar nicht fassen irgendwie. Ja, ist immer ein bisschen schwierig am Anfang die Orientierung. So, Heilung 20 Lebenspunkte. Ach stimmt, das wollte ich mir eigentlich nur angucken, ob ich durch meine Treffer jetzt eigentlich geheilt werde. Ach stimmt, nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Ach, hier unten. Hä? Bin ich schon gar nicht weitergegangen? Ernsthaft? Hä? Hab ich nur das geöffnet, bin dann direkt nach oben durchgelaufen oder was? Ist ja auch mal eine geile Theorie von mir. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht. Und da fällt mir noch was ein. Ah, okay, nee. Habe ich nur hier geöffnet und bin gar nicht weitergegangen, ehrlich. Was ist das? Da fällt mir noch ganz kurz... oh Gott, nee.
Was ist das? Ah, ist das wieder so ein Bereich, wo wir... Ah, genau, da ist auch eine andere Farbe. Seht ihr das? Dieser Weg nach oben, ganz das oberste Feld praktisch, ist ja auch lila. Seht ihr das? Ja, und jetzt hier wäre es so grau. Vielleicht ist doch das auch ein Hinweis, wo man da immer so hin kann. Ja, stimmt. Ja, die sind ja immer farblich markiert. Ja, genau, logisch. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Rot, grün, grau, dunkelgrau, was weiß ich. Und jetzt sind wir nochmal im dunkelgrauen Bereich, was so viel heißt wie ein Übergangsbereich. Hier gibt es sicherlich auch eine Herausforderung. Weiche allen Lichtern aus oder irgend so ein Quatsch. Und da fällt mir noch was ein. Moment, gehen wir mal kurz hier hin. Hier will ich jetzt noch was machen. Und zwar würde ich hier gern die goldene Box-Dingens benutzen. Ist ja so, lokalisiert in der Umgebung, genau. Dürften wir eigentlich schon gefunden haben, aber ich guck mal. Ah ne, er hat das schon als hier markiert, also hier links. Okay, alles klar, wunderschön. So, gehen wir mal hier durch. Jetzt wird wahrscheinlich unser Geist gleich da sprechen. Und uns erzählen, was hier so los ist. Oder auch nicht. Oh oh. Ja, zwei Räume geben sie mal immer Vorbereitung, oder was? Muss ich das verstehen? Ich kann auch nichts anvisieren. Nö, ist einfach ein netter Raum. Was soll das? Ah, vielleicht wenn man zurückgeht oder wenn ich jetzt nochmal durchgehen würde, dann wird es eine Herausforderung geben. So vielleicht könnte ich mir das vorstellen. Jetzt sind wir erst in den Gärten überhaupt, oder was? Ja, und hier sind die Raubis. Oh, sehr geil. Oh, da freue ich mich. Jetzt wirklich so was Neues irgendwie. Und so, Begleiter ist doch total amok, oder? Ist doch echt richtig stark. Wahnsinn, wie der abgeht. Oh, und eine neue Musik sogar. Sehr schön. Ist da noch eine Wand und Spinnen, glaube ich, da oben, wenn ich das richtig sehe. Oder irgend sowas ist da gerade rumgeturnt. So, jetzt haben wir hier eine Schnellreisefunktion. Also ist hier der Bereich hier oben rechts. Links ist wahrscheinlich Garten dann. Okay, haben wir die erste Tür geöffnet. Da geht noch nichts. So, und dann gehen wir mal nach oben oder unten weiter. Ja, ich würde sagen, von unten, dass wir direkt diese Aufgabe da bekommen. Direkt nach links und dann versuchen wir die Aufgabe zu bekommen. Ah, hier wäre wahrscheinlich eine Quest drin, so ist es. Ja, komm, dann fragen wir mal, was los ist mit dem. Unglaublich, all diese Pflanzen fliegen, gehören sie dir? Ja, ich Gärtner, ich haue nach Pflanzen, die fliegen. Kann ich eine haben? Zu Hause würden sie ausflippen. Du schaust auch nach Pflanzen? Ja, natürlich. Sagen wir mal so, ich ziehe in meiner Welt einige exotische medizinische Pflanzen. Was? Ich liebe fliegende Pflanzen. Wenn du mir zeigst, dass du weißt, wie man nach Pflanzen schaut. Okay, wie kann ich das zeigen? Pflanzen im Garten sind fast tot, brauchen Dünger. Du suchst nach Dünger und für das Pflanzen. Wo kann ich den Dünger finden? Weiß nicht, ich... Nicht alle, schau nach mir. Dünger ist üblicherweise, Mal schauen, wo ich welchen finden kann. Nebenbei, wo ist die Toilette? Geh runter nach Osten. Nach Osten? Und welche Richtung ist Osten? Nach links oder rechts? Oh je, langer, das musst du wissen. Osten ist rechts gehen. Okay, die Toilette ist unten und dann rechts. Nun, welcher Weg ist rechts? Ich verwechsel sie immer. Oh Gott. So, ist hier irgendwas? Was? Ist noch nicht abgeschlossen. Ja klar, natürlich ist es noch nicht abgeschlossen. Wir müssen einmal Dünger finden und dann gedüngt und ihr dann die Pflanzen düngen. Okay. Wunderschön. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf mich zukommt. Irgendwas Fliegendes. Was? Hey, sieht aus wie eine Spruchrolle der Hitzeaura. Die Hitzeaura Hitzeaura-Zauber ist effektiv als Schutz gegen Bienen. Du kannst so viele bei Zoran kaufen, wie du möchtest. Der Frosch frisst keine Käfer und ist besonders nützlich gegen Bienen. Und gegen Bienen, Vögel und kleine Spinnen. Achso, der Frosch, ja klar. Zoran verkauft Spruchrollen, die deinem Haustier maximal Energie geben. Aha. Was ist, wenn ich das alles nett mache? Was passiert dann? Ich hab doch einen guten Begleiter dabei. Muss ich jetzt die Hitzeaura benutzen oder was? Nö, ne? Mein Begleiter kriegt das auch hin. So, was ist da mit den Bienen da? Ist doch kein Problem. Oh, da geht's voll ab. Was ist da? Ah, da ist so eine fliegende Pflanze, oder was? Alter, was ist denn hier los?
Ist ja irre. Ja, erfahrungstechnisch geht es hier mal richtig ab. Habe ich so das Gefühl. Oder ich bin völlig verblödet. Ja. Dies muss eine der Pflanzen sein, die gedüngt werden sollen. Allerdings brauche ich zuerst den Dünger. Ja, so ist es. So, jetzt könnte man natürlich hier nach links, nach unten hier hinten könnte ich noch. Ah, da geht es wahrscheinlich einfach nur nach draußen praktisch. Verliere ich wieder... Der verliert Lebenspunkte oder was? Keine Ahnung. Mein Begleiter. Ja, genau, das wollte ich nur machen. Genau, dass der Raum ausgeleuchtet ist. Wunderschön. Oh je, oh je. Ich ahne Böses. Oh oh. Sind das nur Mobinen oder was? Vergiftet bin ich? Okay, das ist ein Argument. Das ist ja total nervig. Ja gut, geht aber noch, oder? Sind wir nicht so gefährlich jetzt? Ja, naja, Lebenspunktverlust ist schon heftig. Oh, was ist dann? Jetzt kommt das Ding natürlich... Was ist denn das? Was geht denn jetzt ab? Jetzt bin ich massiv vergiftet, oder was? Jetzt ist es alles kaputt. Ah, ein langsames Gift hatte ich da auch noch. War das hier? Nee, oh Gott, ich bin völlig verplant. Oh je, ich glaube, ich habe zu viel Gift in Dus. Jetzt ist gleich Feierabend. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück und heilen uns mal. Oh Mann. Was jetzt? Achso, mein Regenerationstrank läuft noch durch. Ist mein Begleiter down? Oh, das ist schlecht. Oh Mann, 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 oh Mann. Ja, ist wie immer am Anfang. Neues Gebiet, man stellt sich dämlich dran, hoch 80 und dann nachher klappt es irgendwie. Ich gehe mal noch ganz kurz hier nach oben. Der Raum habe ich hier noch gar nicht fertig gemacht. Ist auch clever von mir. Ich regle das jetzt mal allein. Oh, schon wieder vergiftet. Hier ist der Gift. Der Giftregeneration da, das ist schon nicht so schlecht. Ich probiere das jetzt gerade mal. Ich habe das ja noch gar nicht probiert. Ist jetzt egal. Zuvor für Effekt. Trank der Ogerstärke des langsamen Giftes. So, benutzen wir so ein Ding mal. Was bleibt das? Langsames Gift. Ja, läuft einfach das Gift nur ein bisschen langsamer ab, oder was? Klasse. Was ist das? Gärten. Füttern der fleischfressenden Pflanzen verboten. Okay. Da mal wieder so ein Ding. Ja, genau. Kennen wir ja schon. Oh. Ja, das ist ja echt mal nervig hier. Da machen wir mal den hier. Hier könnte Bogen doch richtig wertvoll sein. Da, hier muss ich wahrscheinlich viel auf Fernkampf gehen. Oh Gott, oh Gott. So, Erfahrungspunkte technisch. Ja, auch schadenstechnisch ist das noch echt bitter. Oh, aber wir bekommen richtig schöne Erfahrungspunkte dazu. Habt ihr gesehen? Das macht schon richtig was aus hier. Nochmal ein richtiger Ansprung. So, nein, nein, will ich nicht. Naja, da ist nix. Habe ich jetzt alles ausgelöscht? Hier sind auf jeden Fall zwei Pflanzen, die gedüngt werden wollen. Gibt es keinen Gift, also keinen Trank, der Gift neutralisiert? Das wäre eigentlich mal so sinnvoll. Ist immer noch nicht ganz ausgeleuchtet. Nein, warum nicht? Was habe ich schon vergessen? Habe ich was vergessen? Ach, da unten geht es noch weiter. Okay, und hier könnte ich nach oben, oder was? Ach du Gott. Aber ist cool. Offener Kampf gegen Skelette. Das ist genau mein Ding. Oh, jo, klar. Was halten die aus? Ganz kurz nur gucken, was das Charakter... was haben wir? 3932. Ich will wissen, was die an Erfahrungspunkte bringen. Boah, ja, geil. Geht hier richtig ab, mein Schwert. Jo, alles klar. Jo, hier kann man sich ja mal cool hochskillen. So, bam, bam, so sieht's aus. Und jetzt müsste das eigentlich gebracht haben. Jo, 4432. Sehr geil. Jo, ich glaube, ich bleib hier oben. Das gefällt mir besser hier oben. Münze. Natürlich könnte ich auch den Bogen jetzt noch skillen. Ich habe noch zwei Punkte übrig. Ich könnte noch das Schwert hochsetzen, um mehr Schaden zu machen. Auch Richtung Tränke vielleicht noch was machen. Oh je, es gibt noch so viel, was gemacht werden soll. Nee, das war so nicht geplant. So, Fernkampfduell würde ich sagen. So, so ist es. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Was jetzt? Jetzt habe ich ihm die Lust genommen, oder was? Achso, solange der gehittet wird, kann er sich nicht wehren, oder was? Genau, Pfeil zwischen die Rippen. Da haben wir den Gag aus dem Anfang vom Spiel. Aus dem Anfang vom Spiel. Gut, okay. Hallo. Ne, sterben will er nicht. Okay, alles klar. Und hier? Oh,
geht's tatsächlich weiter. Oh, ja, alles klar. Heilen wir uns mal ganz kurz. Dann kommen wir her. Einer darf kommen. So, wäre cool, wenn ich einen umbringe, weil dann würde ich... So, ich würde sagen, ich muss die neue respawnen. Geht das? Nee, das geht nicht. Kurz heilen. Ich will die jetzt besiegen. Jo, alles klar. Oh Gott. Das läuft ja weniger optimal. Ah, der ist immer noch nicht down. Ach du Scheiße. So, jetzt vielleicht, wenn ich dem so ins Kreuz springe. Jawohl, einen haben wir down bekommen. Und da brennt noch mein Schwert. Super geil. Brennt's immer noch? Ajo, weil's total abgeht, mein Schwertchen. Brenn! So ist es. Nein! So, brennt er immer noch und kriegt Schaden. Wunderschön. So, egal, brennt. Werde ich mich nochmal heilen? Oh Gott, ist das so erbärmlich. So. Sehr geil. Und jetzt können wir da ins Kreuz donnern. Die haben mich schon vergessen, weil ich 2 cm weitergegangen bin. So soll das doch sein. Wunderschön. Ja, Schwert könnte man natürlich auch hochsetzen, würde ich hier ein bisschen mehr Schaden machen. Schwerer Speer. Ah, das Ding habe ich hier gerade benutzt, ne? Ja, sind wir uns ja einig. Stimmt, ich wollte eigentlich die Quest abholen. Oh Gott, bin ich so schlecht. Habe ich hier dagegen geschlagen? Wusste ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich wollte die Quest hier von diesem Gott, oder nicht der Gottheit, diesen Zaubertypen halt, der hier die Region bewacht. Das wollte ich ja eigentlich abholen gehen, die Quest. Habe ich irgendwie nicht hinbekommen, weil ich nochmal jeden anderen Scheiß mache. Aber es macht nochmal richtig Laune und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich werde mich gerade noch einmal heilen. Und da können wir mit relativ vollen Lebenspunkten im nächsten Part an der Stelle weitermachen. Ich freue mich auf den nächsten Part und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein, ciao.